Meine Damen und Herren, es ist soweit. Trains Game World 4 ist da und ich habe es mir auch geholt. Und ja, ich werde mir das heute mal ein bisschen anschauen. Wir werden das nicht alles von Trains Game World 4 anschauen, wobei so viel gibt es gar nicht. Aber wir werden heute mal auf der East Coast Mainline mit der Class 800 fahren. Ich habe mir hier mal das Livery von GBR mal hochgeklatscht. Habt ihr so verstanden nicht dabei? Kriegt es aber im Creators Club. Wir machen erstmal hier unseren Kollegen bereit. Södele, Türen auf. Und Türen sollten aufgehen. Wunderbar. Ja, es war vorhersehbar, dass das kommt mit Transient World 4. Eventuell bleibt es erstmal bei 4. So wie sie das genannt haben. Was gibt es denn überhaupt Neues in Transient World 4? Was ein Vollpreis rechtfertigt. Bis zu 100 Franken zum Teil. Ja, also wir haben jetzt endlich einen halbwegs anständigen Editor, wie gut der wirklich ist. Das wird sich noch herausstellen, mal schauen, was die Community draus macht. Gibt es dann halt nur beim Epic Store. Der Library Designer, der ist jetzt besser und der interne Szenario Planer, da kann man jetzt mehr machen, wie zum Beispiel auch wieder zurückfahren. Es gibt jetzt einen Fotomodus. Die Leute sollen ein bisschen lebendiger sein, die sollen zum Beispiel auch telefonieren und so weiter. Und es gibt vor allem neue Strecken und das so im Gesamtpaket heißt einmal bitte Vollpreis. Also eigentlich kauft sie nur die Strecken, nicht das Spiel an sich, weil das... Man hat schon im Livestream gemerkt, dass sie ein bisschen strugglen, das irgendwie zu rechtfertigen, hier mal wieder Vollpreis zu verlangen. Also das war echt witzig zum Zugucken. Und ich habe mir auch echt überlegt, ob ich vor Release noch ein bisschen so ein kleines Rant-Video dazu mache. Aber ich habe es mir dann gespart. So, was wir jetzt hier noch machen, wir werden nicht mehr meine ganzen Spaßsysteme mit reinmachen. Wenn ich später was vorlesen werde, ist das vermutlich nicht so geil. Wir hätten auch ETCS. Werden wir aber nicht haben hier. AWS and AWS operational. Wunderbar. So, Tür verriegeln. Fertig? Sehr gut, dann Richtungsänder vorwärts, ansonsten Beleuchtung ist an. Oh, können wir loslegen. So. Na? Oh, ich denke jedes Mal, da macht jemand die Türen zu. So, einfach mal nicht zu schnell. Ach ja, das HUD ist ein bisschen angepasst worden. Das ist auch ein neues Feature. Also unterm Strich ist es das Geld nicht wert. Es sind einfach nur die Strecken, die man kauft. Der größte ausschlagende Punkt ist halt wirklich der größere Editor jetzt. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob die Community gute Sachen anstellen kann, so wie sie es bei TS Classic gemacht haben. Dann ist das der einzige wirkliche Vorwand, sich Transient World 4 effektiv zu holen, dass man dann die Community-Inhalte spielen kann. Aber ja, Stand jetzt weiß ich noch nicht, was mit dem Editor so alles gemacht werden kann. Werden wir sehen. Und wir werden uns natürlich die ganzen neuen Strecken mal im Detail anschauen. Wir werden auch mit der Szenario spielen. Wir werden vor allem mal mit der Flying Scotsman fahren. Das war ja so geil. Das brauchst du eine höhere Edition. Das ist aber Standard noch gar nicht mit dabei. So. Wir können erstmal Gas geben. Bin schon mal gespannt auf die ganzen Bugs. Also ich habe ein paar Bewertungen schon gelesen und ist dann natürlich nicht so, dass die ganzen Strecken für Transient World 4 jetzt nochmal general überholt worden sind und die Bugs gefixt worden wären. Also ein paar sind tatsächlich gefixt worden, aber die meisten sind natürlich immer noch da. Die alten Strecken haben die neuen Lichteffekte zum Teil nicht, das haben nur ein paar gekriegt. Also glaub nicht, dass die da von allem jetzt irgendwie einen Overhaul kriegt. Das war bei Transient World 3 auch nicht anders. So, werden wir hier da jetzt Gas geben. Gehen wir mal auf die Steam-Seite und schauen uns das mal an. Also, Transient World 4 Standard Edition mit Strecken dabei. Jetzt momentan im Rabatt für 47 Franken, ansonsten 55. Und, das ist ja das Neue. Die DLC-Preise sind hochgegangen. Also gerade, ich drücke ja schon. Wenn ich mir
jetzt mal das Bundle anschaue, Strange and Beaver Standard Edition, würde, wenn man jetzt gar keinen Rabatt drauf hätte, nicht im Bundle, würde man 108 Franken dafür zahlen oder fast das gleiche in Euro. Da ist dabei Strange and Beaver 4 als Basis für 21,99 oder irgendetwas. Die Antelope Valley Line für 44,50, die East Coast Main Line für 44,50 und die S-Bahn Vorarlberg für 44,50. Und das sind keine wirklich langen Strecken. Also gerade die East Coast Main Line, wo wir jetzt gerade sind, das ist echt ein kurzer Abschnitt. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass sie da nicht mehr gemacht haben. Ich meine, TS Classic kannst du die ganze East Coast Main Line abfahren. Also gut, mit Mod kannst du sie als Ganzes mal durchfahren, also beziehungsweise mit der Merch-Strecke, sonst halt in zwei Teilen. Aber da ist halt richtig viel Spaß und das ist ja nur so ein kleiner Furzabschnitt eigentlich. Wie schnell sind wir eigentlich? Naja, sollte mal langsam vom Gas runtergehen. Nächster Halt Doncaster. Kombihebel 1. Okay, was haben wir denn sonst noch so für Editions? Dann haben wir noch die Deluxe Edition. Ohne Rabatt, ohne irgendetwas. Würde das 200 Euro kosten. Jetzt im Bundle kostet es 77. Da ist dann Nahverkehr Dresden noch mit dabei. Auch 44,50. So geil. Einfach alles 44,50. Da gibt es noch die Special Edition. Da sind dann auch noch Transim World 3 Strecken mit dabei. Zum Beispiel die Rheinstrecke, die DGW-Strecke und so weiter, da würde das Ganze ohne irgendetwas 355 Euro kosten. Hm? Im Bundle 103. Im Moment. Und da kostet einfach alles ab wieder 44,50, außer die alten DSB-3-Strecken, die sie natürlich komplett überarbeitet haben. Also nicht. Da kostet es jetzt 33,50. Das ist, wow, also Preispolitik plus 1, also Hammer. Ja, da kann man drüber nur lachen. So, hab bestimmt schon andere Whistleboards übersehen. Das habe ich jetzt aber gesehen. Also, was Stuffed Games da abzieht. Ja, ich für mich bin immer noch gespannt, was Simracer machen wird. Die müssten jetzt mal langsam mal Gas geben, weil die waren jetzt schon sehr lange ruhig und die könnten einfach dezent die Konkurrenz werden für Daftoy Games mit Transim World. TS Classic ist für mich nach wie vor Nummer 1, einfach rein vom Umfang her und vom Simulationsgrad her. Und dass die Community alles machen kann, das ist bis jetzt unerreicht. Da wird es einfach spannend, was der Editor macht, jetzt mit Transim World 4. Ah, es ist eine große Shitshow irgendwie. Aber, um auch mal was Positives zu sagen. Die Strecke so bisher sieht eigentlich ganz okay aus. Ich hatte vorher mal ein paar Grafikglitche. Wir haben auch eine Oberleitung, die nicht verschwindet. Für den Moment. Der Zug an sich, Cockpit. Aber ich kann mir jetzt nicht sehr viel sagen. Schaut gut aus. Die wichtigsten Sachen funktioniert. Schade, dass wir die nicht in der vollen Hybrid-Variante haben. Also, wir haben hier einen Notfall-Dieselmotor, mit dem wir fahren könnten. Die gibt es aber auch mit, was glaube ich, 2 oder 3 Dieselmotoren drin. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wo sie dann effektiv auf den nicht elektrifizierten Strecken fahren. Das ist ja nur so ein Hilfsding hier. Und was wir uns noch anschauen sollten, ist die Wagen hier hinten drin. Können wir jetzt natürlich während der Fahrt schlecht machen. Aber Außenmodell. Ja. Würde ich grundsätzlich sagen, es passt. Der Anzeiger funktioniert sogar. Ist ein nettes Detail. Immer klar, die Lackierung dürfen wir jetzt nicht beurteilen, weil die kommt nicht von After Games. Aber sieht solide aus. Okay. Ich könnte natürlich so ein bisschen ein Sneaky hier reinmachen. Es ist sogar recht voll.
Ja, auch einen Speisewagen. Nee, außer. Warte mal, hier mal auf der anderen Seite. Was ist da hinten? Oh, ja, ich drücke ja schon. Ah, schade. Hinten haben wir die Original-Livery. Haben wir das vorne auch, dass das so zu ist? Nee. Okay, da muss ich mal hinten reingucken, was das ist. Also in echt habe ich sie schon gesehen. Bin noch nie mitgefahren, als ich da in London gewesen bin. Wäre natürlich mal was. Und der Zug ist der Grund, warum der HST so gut wie nicht mehr fährt. Zumindest nicht mehr im Schnellzugdienst. Jetzt vor kurzem ist der letzte Zug bei Cross Country gefahren. Und jetzt findet man die HST entweder im Museumsbetrieb oder im Regionalverkehr. Und das ist natürlich schon eine Degradation. Und da ist die Frage, wie lange fahren sie da noch? Steht noch auf der Bucketlist. HST immer fahren. Soweit es möglich ist. So, warum blinkt es? Also ich weiß, warum es blinkt, aber warum haben wir keine freie Fahrt? Da dürfte es dann gleich mal gelb kommen. Also irgendwas stimmt mit der Signatur. Bäh. Deutsch, schwere Sprache. Irgendwas stimmt mit dem Signalsystem hier sowieso nicht. Weil ich bin das Szenario schon gefahren, da ging es um eine Testfahrt. Wo du dann also Sachen wie Notbremse etc. machen musst. Und da hat es explizit geheißen, auf Signale kann ich Acht geben, wir haben immer freie Fahrt. Was passiert? Ich krieg natürlich einmal Doppelgelb und Gelb. Und kurz vor Rot ist dann wieder grün geworden. Mhm. So viel auf nicht darauf achten. Bei dem bin ich mir jetzt gerade nicht unsicher, ob das ein Grafikeffekt ist oder ob es effektiv blinkt. Muss man effektiv mal schauen hier, wenn es nochmal kommt. Nee, ich glaube, das soll nicht blinken. Könnte natürlich mit der... Haben wir noch... Ach, die 8 war das, ja genau. Dann beginnen mit der 8 mal kurz nach vorne. Schauen wir das mal hier an. Naja, das war natürlich jetzt zu langsam. Naja, egal. Aber ich kann es mir denken, warum sie den Abschnitt hier genommen haben. Weil einfach hier in der Umgebung nichts ist. Bäume hinklatschen und gut ist. Oh. Okay. Ich dachte schon, wir hätten einen Crash. Ah ja, und die Performance-Probleme... Die sind nach wie vor da, also ist jetzt nicht so, dass die weg sind. Also ich bin jetzt im Schnitt zwischen 60 FPS und 40. Und 40 macht er immer wieder den Drop runter. Das ist ein Spaß, das Ganze. Bezüglich Rezession, ich habe da eine gute gefunden. Die werde ich euch mal ganz kurz vorlesen. Die finde ich mir gar nicht mal so schlecht. So... Also, die Frage muss man sich natürlich bei jedem neuen TSW-Teil stellen. Reichen die Neuerungen aus, um ein neues Spiel zu rechtfertigen, oder hätte man das Ganze auch einfach als Update veröffentlichen können? Dann hätte man auch definitiv ein Update, aber man muss ja irgendwie Geld machen. Vorab, TSW 4 macht nicht wirklich schlechteres, also was nicht wirklich schlechter als TSW 3. Wieder ist aber auch keine Mega-Revolution. Daftel hat hier nicht das Rad oder die Schiene neu erfunden, sondern man schraubt an vielen kleinen Stellen. Lohnt sich also der Wechsel. Und schauen wir uns erstmal die positiven Dinge an und was es eigentlich so Neues gibt. Okay. Was ist unsere Geschwindigkeit eigentlich? Alles noch gut. Ja, ich glaube, das soll wirklich nicht blinken.
Pro. Es gibt wieder verschiedene Editionen zu kaufen. Ist das ein Pro? Also hätte ich jetzt eher neutral bis negativ eingestuft. Unterschiedliche Umfang haben die Standard Edition hält die drei Basisrouten, die Lux bietet mit der Vector und der Flying Scotsman zwei neue Loks und die Special bringt noch ältere Routen mit dazu. Ja. Preislich, technisch kann man hier wieder nicht meckern, man bekommt für sein Geld einiges an Content. Ah, fraglich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Route alleine schon im Normalpreis 35 bis 36 Euro kostet, muss natürlich auch jeder im Endeffekt für sich entscheiden. Wohl wahr, aber trotzdem, ciao Kollege. Das ist ein bisschen saftig der Preis, vor allem für alte Strecken. Ja, dann nächster positiver Punkt. Routen aus TSW 3 und Vorgängern ließen sich wieder nach anfänglichen Problemen übertragen. Zudem konnte man seinen Fortschritt an Level und so weiter wieder rüber kopieren. Ja, pro Punkt. Ja, spricht ja nicht für TSW 4 an sich, aber schön, dass man es übernommen konnte. Okay. Nächster Punkt. Mit der S-Bahn Vorarlberg wird... Oh shit, muss wieder drücken. Wie ich finde, eine wunderschöne österreichische Strecke mitgeliefert. Es ist zugleich die erste Route in diesem Land. Ein kleiner Teil liegt sogar in Deutschland. Die Szenerie ist wirklich bombastisch und bietet viel an Abwechslung. Größere Fehler oder Bugs sind mir hier zudem nicht aufgefallen. Mit knapp 70 Kilometern ist es zwar nicht die längste Strecke im Spiel, doch die vielen Stationen wird man hier aber, denke ich, einige Stunden Spaß haben. Weitere österreichische Strecken sind laut der Roadmap in Planung. Ja, das ist ja gerade... Fängt sich echt zum Regnen an. Ja, also eben, das mit der Länge ist ja so ein grundsätzliches Problem. Sollte ich ja langsamer fahren. Jetzt voll nicht aufgepasst, weil ich jetzt so gelesen habe. Gehen wir mal kurz runter. Ja, sorry, das habe ich übersehen. Ist das jetzt hier so ein Schneeregen? 115 haben wir erreicht. Ja, Österreich-Strecke werden wir uns auch noch anschauen. In der nächsten Zeit. Dann haben wir hier die Strecke Dresden-Riesa wurde mit den neuen Grafikeffekten, unter anderem bolometrischen Nebel und neuen Regeneffekten aufgepeppt. Die neuen TSW-4-Routen erhalten diese Effekte natürlich auch. Alle anderen? Nein. Aber ja. Also ich bin auch so schnell nicht gekommen, dass sie da wirklich die alten Routen effektiv anfassen. Haben sie irgendwie noch nie gemacht. Also irgendwie releasen, dann irgendwie die schlimmsten Bugs, wo die Leute am meisten irgendwie drüber mecken und fixen und der Rest bleibt so, wie es ist. Okay, freie Fahrt. Dann, der Szenarioplaner und der Lackierungsgestalter wurden endlich erweitert. So kann man unter anderem bei seiner Lackierung mehr Layer hinzufügen. Die Neuerungen sind zwar nicht bahnbrechend, aber ihnen hat sich hier was getan. Obacht, kriegst du nur mit Vollpreistester. Ein Update allein hätte es jetzt nicht getan. Sag mal, jetzt fahren sie wirklich. Wir fahren jetzt in den Winter rein. Alles klar. So, mal runterbremsen hier. Jetzt habe ich es gesehen. Und schön dunkel wird's. Moin! So, was ist noch neu? Der neue Fotomodus. Ach ja. Den zeige ich euch mal. Kann man jetzt einfach während der Fahrt machen. Das braucht natürlich auch Vollpreis für das. Und ja, dann kannst du hier so rumschwirren. Kannst du deine ganzen Einstellungen machen. Gibt es ein Overlay. Kannst du so schärfe Sachen einstellen. Also gerade mal. Keine Ahnung. Stelle ich denn das überhaupt ein hier? Also. Ja, Bedienung ist cool. Du kannst halt hier die Belichtung und so einen Scheiß halt einstellen. Es ist halt Standard-Fotomodus. Und dann machst du ein Foto und fertig ist. Auch zum Vollpreis, wohlgemerkt. So, gehen wir wieder raus. Als Begründung halt für, also mitunter ein neuer Teil, also ja. Okay, dann, was haben wir noch? Die Benutzerfreundlichkeit und die Bedienbarkeit wurden stark verbessert mit Hilfe des Lokführerassistenten, beziehungsweise kriegt man Hilfe beim Starten des Zuges. Wenn man also zum Beispiel vergessen hat, den Richtungswender zu schalten, bekommt man oben links einen Hinweis,
gab es eigentlich vorher schon, jetzt vermutlich ein bisschen erweitert. Das spart einem echt viel Zeit und Nerven, wenn man irgendwas vergessen hat, aber einfach nicht weiß, was es ist. Bezüglich Geschwindigkeit 115, 125 wieder. Können wir das Schmackes geben. Fahrgäste wurden endlich mal ein wenig lebendiger gemacht. So sieht man jetzt ab und zu Leute, die mit ihren Handy telefonieren. Auch Kofferträger oder Leute, die einen Kaffeebecher in den Händen halten, sind vorhanden. Bitte so weitermachen. Das macht das Spiel einfach so viel lebhafter und realistischer. Es ist tatsächlich gut, dass die Leute da mal ein bisschen realistischer rumlaufen. Ich habe tatsächlich noch nicht so ganz drauf geachtet. Aber ja, ist natürlich ein Pluspunkt für den Realismus. Was sie vermutlich noch machen, ist über die Linie gehen. Das muss ich mal beobachten. Beziehungsweise, wenn wir dann bei unserem Endhalt dann sehen. So. Wir hätten hier... Ja, manchmal gibt es ein paar weirde Grafik-Glitches hier. Was haben wir noch? Mit dem neuen freien Spielmodus kann man nun ganz einfach auf der Karte Loks und Züge spawnen, wohin man will. Auch Züge wieder zu entfernen ist möglich. Das Ganze funktioniert sogar im Fahrplanmodus. Hier kann man, denke ich, eine Menge Spaß haben oder auch Chaos verursachen. Es ist tatsächlich eine nette Spielerei, habe ich schon ausprobiert. Wenn wir uns auch noch angucken, da kannst du wirklich reingehen und einfach irgendwo einen Zug spawnen lassen. Das macht schon Spaß. was ich aber da noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man damit den auch anständig dann rumfahren kann. Oder ob er das dann von allein macht, weil du hast dann wieder noch keinen Fahrplan mit deinem neuen Spielzeug. Muss ich noch angucken. Dann als positiver Punkt, mit den 90-Grad-Edition Editor wird es jetzt endlich möglich sein, eigene Routen und Züge von Grund auf neu zu erstellen. Ja genau, das hat man ja auch schon. Und es gibt eine neue Menümusik. Ja. Okay, habe ich bei mir aus, aber ja. Contra. Da wird es jetzt interessant, was er so als Contra aufschreibt. Zwar ein neues Spiel, grafisch hat sich aber so gut wie gar nichts getan. Auch durch die neuen Effekte würde man wohl, wenn man ein TSP 3 und TSP 4 Gameplay nebeneinander laufen lassen würde, keinen Unterschied feststellen. Ja, seht ihr ja selber. Also es ist jetzt keine grafische Revolution. Es sieht halt nach TSP 3, 4 Standard halt okay aus. Hat seine Glitches ab und zu, aber ja, ist hübsch. Aber großen Unterschied sieht man halt nicht. Ah, jetzt gehen wir den Regen über. Alles klar. Dann, performance-technisch teilweise immer noch sehr schwach. Nachladeruckler sind hier mal wieder an der Tagesordnung. Das Spiel ist zudem öfter mal komplett stehen geblieben, vor allem beim Umschalten der Kameras. Ja, das hat man gerade vorher auch gesehen. Dann immer noch keine Bahnhofs- und Zugansagen. Ja, schön wär's. Abgesehen von der neuen TSP 4 Routen profitiert nur Dresden-Riesa von den neuen Grafikeffekten. Das hat man ja auch schon. Die Politik, so kurze Zeit ein neues Spiel auszubringen, muss endlich aufhören. Von TSP 2 auf 3 waren es noch 2 Jahre. Jetzt noch knapp ein Jahr erleben wir dann in 6 Monaten TSP 5. Ich will es ihnen zutrauen. In 5 Jahren 20 verschiedene TSW-Spiele in meiner Steam-Bibliothek dann. Hier muss ich etwas anderes einfallen lassen. Warum nicht einfach mal ein Spiel über mehrere Jahre unterstützen? Ja, das wäre dann ja nicht Dovetail Games, wenn man das machen würde. Dann, auch die Auch die DLC-Politik muss sich meiner Meinung nach etwas tun. 30 oder 36 Euro für eine einzige Strecke sind einfach zu viel. Vor allem, weil die Qualität einfach oft nicht stimmt. Siehe Hamburg-Lübeck oder Bremen-Oldenburg zum Release. Ich sehe schon kommen, dass bald alle Routen zusammen mehr als beim Train Simulator kosten. Ich hoffe, ihr überdenkt die Entwickler nochmal ihre Strategie. Ja, vermutlich eher nicht. Sein Fazit. Train Sim World bleibt für mich immer noch der Maßstab, was Zugsimulatoren angeht. Die Neuerungen rechtfertigen meiner Meinung nach ein komplett neues Spiel. Nicht trotzdem hat man hier einigen stark verbessert. Wenn auch meist nur Kleinigkeiten. Das Spiel wurde wie immer ein bisschen besser. Auch wenn man die Neuerungen manchmal mit der Lupe suchen muss. TSW 4 ist unter dem Strich eine konsequente Weiterentwicklung und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Doch auch mit TSW 3 wird man, denke ich, gut versorgt sein. Wenn man jedoch die neuen Routen und zukünftiges haben will, wird kein Weg an TSW 4 vorbei. Ältere Spiele werden aus dem Verkauf genommen und nicht mehr unterstützt. Und das kenne ich eigentlich nur von EA. Ja, that's the point. Also, ihr Content für TSW 3 und älter ist nicht mehr. Willst du mehr Spaß haben, neue Strecken haben, musst du upgraden.
Es ist schon krass, wie man einfach das gleiche Spiel immer und immer wieder verkaufen kann. Aber ja. Bringt nichts, sich drüber aufzuregen. Die Leute machen halt mit. Am Anfang zum Vollpreis selbstverständlich dann die Fanboys. Oh, da ist gelb. Können wir gerade wieder runterfahren. Aber ich glaube nicht, dass sich Star Trek Games da irgendwie grundsätzlich ändern wird in der Politik hier. Die finden immer irgendetwas, um das Spiel nochmal neu zu verkaufen. Beziehungsweise, ja, gesagt, du kaufst eigentlich nicht das Spiel, du kaufst eigentlich eher die Routen. Wieso müssen wir da anhalten? Wow! Jetzt wird. Ja, lass mich einfach mal schön runterbremsen. Geiler Fahrdienstleiter. Vor allem, sie müssten jetzt auch nicht irgendwie so mega viel DLCs rausschmeißen. Ich würde mich mal darüber freuen, wenn sie vielleicht mal die Strecke mal anständig erweitern oder überhaupt generell mal eine anständige lange Strecke rausbringen. Gott, die East Coast Mainline, was sie jetzt da haben, da wirklich mal so 200, 300 Kilometer von der Strecke. Damit du wirklich Spaß hast mit entsprechendem Rollmaterial. Oder die West Coast Mainline. Wäre auch nicht schlecht. Oder muss man sich dann halt hinsetzen und entsprechend die Strecke auch mal machen. Und nicht irgendwie gefühlt nach 60 Kilometer wieder aufhören mit dem Ganzen. Auch die Vorarlberg-Strecke, die hätte man auch länger machen können. Aber ja. Schauen wir uns nochmal an. Südere Doncaster Bahnsteig 4.13.40. Ja, da haben wir noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Moin, Kollege. Wieso hat er mich da runterbremsen lassen? Da ist ja gar nichts. Irgendwas ist hier nicht koscher. Aber das ist hier auch so ein Punkt, ich würde mal für die East Coast Mainline ein bisschen mehr Verkehr wünschen. Ich meine, das ist die Hauptstrecke schlechthin, da fährt einiges. Ist jetzt hier ein bisschen ruhig. Frag mich, ob wir... Ich glaube, ich lasse. Also meine Idee wäre gerade gewesen, Sicherheitssysteme abschalten und mal kurz nach hinten gehen. Aber das ist eine dumme Idee. Wenn wir dann stehen, schauen wir mal, was da ganz hinten ist, in dem letzten Abteil, wo zu ist. Aber vermutlich so Gepäckraum. Oder? Naja. Da schon wieder. Und wieder auf grün. Oh, jetzt weiß ich. Jetzt will ich aber auch mal schauen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ist vor mir was? Ach, diese Ansicht ist so gewöhnungsbedürftig. Nee. Vor mir ist nichts. Warum macht er das dann? Spaßig. Und schon wieder. Also lass uns aber mal drauf ankommen. Andererseits, nee, lieber nicht. Sonst muss ich das Ganze nochmal fahren. Das würde, ja.
Gut, fahren wir einfach mal müh langsamer. Und jetzt will ich mal was probieren. Einmal nach hinten. Nehmen wir da die Tür. Ja, wir können die Tür einfach aufmachen. Aber wir kommen hier nicht rein. Kannst du die Tür wieder zumachen, bitte? Okay. Tür geht nicht mehr zu. Dann fahren wir halt mit offener Tür. Oh Mann. Man kriegt es vielleicht mit Türverriegelung nochmal zu. Nee. Oh shit. Richtungswende auf ausgemacht. Ist nicht so geil. Schönst du wieder? Ja. Ja, sehr schlau. So, der Button da. Oh, ich kann ihn nicht anfassen. Hey, jetzt habe ich es gerade gehabt. Tür. Oh, Gott sei Dank. Warum ist der Trigger da dahinter? Naja. Fahren wir wieder mal normal. Mal kurz umschalten. Funktioniert. Cool. Habe ich ABS nicht mit an? DSD Evidence via RTP. Alles on. Ach, wobei, nee. Das lassen wir auf isoliert. LCS, nö. Eigentlich passt hier alles. So, wieder rein hier. Geschwindigkeit. Ein bisschen mehr Schmackes können wir vertragen. Und dann sind wir eh bald da. Wir könnten eigentlich nochmal auf 5 runtergehen. Ja, schon noch speziell diese eine kleine Schneepassage hier. Ich meine, grundsätzlich ist ja schon was Gutes, dass ich da das Wetter so dynamisch ändern kann. Aber ein bisschen Abwechslung. Aber die East Coast Mainline, die werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem HST fahren. Und sofern es euch interessiert, ich bin einmal mit TS Classic die ganze East Coast Mainline mit dem HST abgefahren. Das, glaube ich, sind ja einer der ersten Videos auf dem Kanal. Also, ersten Eisenbahn-Videos auf dem Kanal. So. Oh, habe ich andere Sachen gemacht hier. Bloß sich angucken. Schlimme Sachen, die ersten Videos. Aber da bin ich mal die ICML abgefahren. Ah, das war lang. Aber war eine schöne Fahrt. Haben wir hier eigentlich irgendwie Spielereien? Das ist Diesel. Dem ist da. Mittelscheibenposition links. Hier noch. Rechts. Notfall. Das ist Notfall. Okay. Warum hat es eine Notfallposition? Schräg. So, Train Fault Acknowledged, DSD Override, ABS, ETCS, wie Sleep Train Marsh. Einmal Türen zu. Macht das auch was? Oh, Tatsache. Können wir wirklich aufmachen. Sieht jetzt ein bisschen schräg aus. Ich glaube, Tüt. Zumachknopf ist weiter hinten. Glaube ich, schließen.
Heizer. Wunderbar. So, wieder vorne rein. So, Geschwindigkeitskontrolle, DAA, Türfreigabe, Status, Notbremse, Kombihebel, Licht. Brauchen wir jetzt auch nicht. 80 Meilen gefahren. Noch ein bisschen jetzt was. Ventilator. Maximal einstellen. Man hat sowieso keinen Effekt, aber trotzdem. Und Pedal kann man nicht einstellen. Ja, eigentlich bis jetzt eine ganz angenehme Fahrt. Hab bis jetzt noch keine schlimmeren Bugs hier gesehen. So, ein bisschen mehr Zugverkehr wäre halt noch schön gewesen. Und wie die Leute so reagieren, das werden wir dann vermutlich mal bei einer Fahrt sehen, wo wir öfters anhalten. Oder wir schauen uns mal ein freies Spiel an und laufen mal ein bisschen rum und beobachten. Wir waren hier zu schnell. Ein bisschen reinbremsen. Wie authentisch jetzt natürlich die Umsetzung ist von der ECML, kann ich... Oh, mir hat gerade was gefehlt. Ich muss mein Replay nochmal anschauen. Wie authentisch das umgesetzt ist, kann ich nicht bewerten, aber ich würde mal sagen, es passt einigermaßen. Natürlich so ein Vergleichsvideo. Sollte ich vielleicht mal so ein Vergleichsvideo machen? Sprich, ich werde einmal kommentarlos die East Coast Mainline nochmal abfahren. Vielleicht. Ja, vielleicht ab. Na, mit einem HSD. Und werde parallel dazu mal ein Realvideo einblenden. Und dann kann man mal schauen, wie Vorbild und Simulation aussehen im Vergleich. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare rein, dann werde ich so ein Video mal vorbereiten. Das könnte man dann eigentlich auch bei der Vorarlbergstrecke machen, beziehungsweise eigentlich könnte ich das selber aufnehmen. Wollen wir mal überlegen. Aber ich finde es so spannend, sowas anzugucken im Vergleich. Einsames Häuschen mitnehmen nirgendwo. Also das eine Trampolin da so direkt in der Bahnstrecke zu platzieren, ist mutig. Hätte ich Angst, dass das Ding abhebt, wenn ein Schnellzug vorbeifährt. Das Schöne in England ist, man sieht noch richtig viel von der alten Bahninfrastruktur. Also gerade die ganzen Wärterhäuser etc. ist alles noch da. Zehn Minuten soll man da sein. Wird schon schief gehen. Bin schon mal gespannt auf die Auswertung. Aber ich muss sagen, der minimale HUD dort in der neuen Version, der gefällt mir. Wenn du das Nötigste hier drin hast. Bei der Dampflok hat es das irgendwie so nicht. Also da, also hat schon, aber da hätte ich dann gern noch die, Entschuldigung, hätte ich gern noch die Anzeigen drin bezüglich Kesseldruck. Das wäre noch praktisch gewesen. Das nächste Häuschen. Ich würde so gerne mal nach hinten reingehen. Ah,
es ist grundsätzlich jetzt schon eine geile Strecke. Spätestens, wenn ich da mit dem Caledonian Sleeper mal unterwegs bin, fahre ich mal die ganze Strecke. Nachteil davon ist, ich nacht und ich schlafe vermutlich. Ah, das wäre ein Urlaub schon mal für sich. Ich bin hart am Überlegen, ob ich mir jetzt nicht wirklich mal das Interrail-Ticket hole. Da mal ein bisschen Eisenbahnurlaub mache. Über ein paar Länder verteilt. Ist halt schon ein bisschen unschlagbar, was sie da anbieten. Gehen wir mal rein in die Bremse. Blendet ein bisschen von hinten. So, hätten wir drin. Bin noch ein bisschen gespannt auf Doncaster. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was übrigens auch noch interessant ist, wenn man auf den Fahrplanmodus geht, dann hat es die East Coast Mainline in zwei Varianten. Einmal reduziert und einmal ohne. Ich bin mir nicht sicher, was reduziert macht. Kann man nur vorstellen, dass es dann irgendwie heißt, weniger Verkehr. Aber wenn das der Normalverkehr ist, was ist dann weniger Verkehr? Also wir sind hier im Normalen drin. Ja, also... Da darf ruhig mehr los sein. Ich werde es mal ausprobieren, reduziert. Also vielleicht, wenn ich das Vergleichsvideo mache, wenn dann wirklich wenig los ist. Vielleicht für Fotofahrten gar nicht mehr so schlecht. Macht dafür aber den normalen Fahrplan wieder langweilig. Ja, aber sogar ein bisschen vor der Zeit ankommen. Aber ich achte die ganze Zeit schon ein bisschen auf die Oberleitung und bis jetzt ist mir noch nicht Gröberes aufgefallen. Außer der eine Stelle, wo es ausgesehen hat, das hätte da was gefehlt. Aber ansonsten? Gibt's ja nicht. So ist ein Zug. Ja, war langsam unterwegs. Ah, weil er für rot steht. Aus welchem Grund auch immer. Da war nichts. Sorry, Kollege. Beide Seiten sind hier heute ein bisschen komisch drauf. Da, der nächste. Warum stehen die hintereinander? Ja. Naja, ich bremse ja schon. Und der nächste. Hä? Oder hätten die uns alle irgendwie begegnen sollen und stehen jetzt alle hier? Why? Ah, ist so ein After Games Moment. Doppelgelb. Okay, bleiben wir minimal. Unterwegs. Ja, die konnten, glaube ich, aus irgendeinem Grund nicht weiterfahren. ist ein Träumchen. Also weh, ich habe jetzt keine Einfahrt deswegen, ne? Einmal gelb. Und der nächste da hinten. Das ist sehr geil. Nein, eigentlich nicht geil. Ist eigentlich traurig, aber... Kollege Roth, wo bist du?
Sehe es nicht. Ah, lass mal rollen. Mutlicht deine Kurve. Geben wir mal noch ein bisschen Gas hier. Ja, wenigstens steht da in der Abstellung ein bisschen was rum. Ist schon mal. Ach nee, warte, ich dachte Gott, das wäre Signal gewesen. Ja, sorry, liebe Kollegen, für den Stau da. Ich bin nicht schuld, glaube ich zumindest. Das gibt's doch nicht. Wann kommt denn das? Da ist. Oder? Ne, das ist da drüben. Ach ne, doch. Wir haben gelb. Boah, das sieht man mega schlecht hier. So ein Wiederholer wäre hier nicht schlecht gewesen. Oh, da hinten ist auch ein bisschen was los. Müssen sie auch noch ein bisschen was machen. War dann Schierfahrten oder so? Aber immerhin nicht leer. Ja, kommt da noch mal eins vorm Bahnsteig? In der Regel hat es davor noch mal eins. Einmal bitte blenden. Ja, da ist es. Bremsen. Und Kollege, warum darf ich nicht reinfahren? Ach, warum? Ich verstehe das nicht. Das war schon so ein Ding in TSW 3. Es ist schon ein bisschen unnötig. Na gut, wir haben es geschafft. Endlich da. Ja, schade, dass man keine interessante Konstruktion da hinten. Dass wir so gut wie keinen Gegenverkehr hatten. Wir wissen aber warum. Die stehen da alle in Reih und Glied und können nicht weiterfahren. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns die Leute hier nochmal kurz anschauen können. Nachdem wir hier angehalten haben. Aber keiner ist über der Linie. Ja, knapp. Der eine da. Ja. Steht da was Historisches da hinten? Da steht ne Flying Scotsman. So. Okay, die werden wir uns gleich nochmal anschauen. Alles klar. Sütterle, nein, ich tue die Türen jetzt nicht entriegeln, weil sonst machst du noch Szenarioende. Da steht einfach mal so eine Flying Scotsman. Alles klar. Klar. Hogwarts Castle. Habe ich mir runter. Okay, ich muss es ausschalten. Das nervt. Komm. So, Dankeschön. Jetzt habe ich mal aus dem Creators Club runtergeladen. Geil. Aber ja, liebe Leute, das ist die Flying Scotsman. Inklusive Rollmaterial dazu. Aber mit der wollen wir noch mal fahren. Aber schön, dass sie da steht. Coole Sache. Wow, und ich wollte mir noch mal die Leute kurz angucken, wie die so reagieren.
ziemlich normal. Hinter der Linie. Ticket checks are in operation at this station. Please have your tickets available for inspection. Okay. Stimmt ja, das mit dem Kontrolleurmodus habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, dass sie das jetzt bei der neuen Strecke hier auch gemacht haben. Aber das war ja einfach nur so ein Video-Szenario. Na gut, machen wir das mal hier fertig. Machen wir die Türen auf. Oder wir wollen aussteigen. Mal so. Ach, Tatsache. Sind mit Koffer unterwegs. Das ist schon irgendwie cool. Ja, das hat schon was. Ja. Die Quinnung wie immer. Ist ja nachvollziehbar. Wo geht's denn hier? Leeds und Edinburgh. On time. Also 14.09. Was zum... Okay, das ist jetzt auch neu. Also Geschwindigkeitsüberschreitung minus 1495. Ansonsten hatten wir da eigentlich nichts. Das passt eigentlich. War eine gute Fahrt. Kann ich da irgendwie reinzoomen? Nee. Da bin ich halt mal richtig schön zu schnell gefahren. Aber ansonsten, ja, bin ich zufrieden. Ja, eure Meinung gern zu Train Sim World 4. Werdet ihr, also gehen wir davon aus, dass ihr euch vermutlich holen werdet, aber generell, wie ist eure Meinung dazu? Und sollen wir von der ICML da nochmal so ein Vergleichsvideo machen zwischen Vorbild und dem, was wir hier drin haben? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Bis dahin, ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.